Hallo und willkommen zu einer neuen Trailer-Rotation. Hat ein bisschen länger gedauert, als ich zur Gamescom noch gehofft hatte, aber es kam eine OP und ein krasser Wasserschaden bei unserer Wohnung dazwischen. Ich weiß, klingt ein bisschen nach, mein Hund hat meine Hausaufgaben gefressen, aber manchmal kommt es halt einfach dicke. So, fangen wir gleich mit dem ersten Spiel an, das wir kurioserweise gar nicht in den News-Sendungen hatten, das ich aber eigentlich sehr spannend finde, nämlich das neue WRC von EA Sports, genauer genommen von Codemasters, also den Entwicklern der Dirt-Spiele. Die haben ja die Dirt-Serie erstmal auf Eis gelegt und arbeiten jetzt mit der offiziellen WRC-Lizenz, die bis letztes Jahr ja noch bei KT Racing, also bei Kyloton Racing lag. Die arbeiten stattdessen jetzt an Test Drive Unlimited, dem neuen, und Codemasters macht jetzt WRC. Rauskommen soll das neue Spiel, das 18 Locations und über 600 Kilometer Strecke bietet, am 3. November für PC und Current-Gen-Konsolen. Und wer vorbestellt, kann schon ab dem 31. Oktober losspielen. Es gibt dann auch noch sogenannte VIP-Rally-Pässe dazu, wo Lackierungs- und Bekleidungspakete mit freigeschaltet werden. Also es klingt nach relativ vielen Monetarisierungsoptionen im Spiel, aber ist ja auch kein Wunder, das ist ja ein EA-Spiel. Das Spiel nutzt die Unreal Engine, allerdings wird nicht ganz genau gesagt, welche Version. Es gibt einen 32-Spieler-Multiplayer und ihr könnt euch euer eigenes Auto im Bilder-Modus zusammenbauen. This is Rally. Dieses Video wird euch präsentiert von Idle Survivors. Idle Survivors Last Stand schickt euch in eine kunterbunte Postapokalypse. Aliens haben die Menschheit mit einer üblen Seuche überfallen, doch eine Bande von grimmigen Überlebenden setzt sich zur Wehr. Stellt ein Team aus Helden von 5 Fraktionen und 6 Jobs zusammen und schickt sie im klassischen Idle-Gameplay gegen Horden von Mutanten in den Kampf. Unterstützung gibt's obendrein durch Fahrzeuge, deren exklusive Fähigkeiten zusätzliche Power gegen die Aliens liefern. Für jeden Kampf kassiert ihr Belohnungen, die eure Helden stärker machen und später auch Synergieeffekte freischalten. So lasst ihr eure Truppe immer weiter aufsteigen, sammelt AFK-Rewards oder probiert zwischendurch ein paar Minispiele aus. Idle Survivors Last Stand könnt ihr jetzt kostenlos auf Android oder iOS spielen und sogar 1200 Gratis-Summons als Willkommensgeschenk abgreifen. Den Link gibt's in der Videobeschreibung oder ladet es euch über den QR-Code herunter. Weiter geht's mit Avatar Frontiers of Pandora, das neue Open-World-Action-Spiel, ja, Far Cry in Blau könnte man sagen, von Ubisoft, das ja jetzt am 7. Dezember für PC, PS5 und die aktuellen Xbox-Konsolen rauskommen soll und auch über Amazon Luna spielbar sein wird. Und für die PC-Version gab es jetzt nochmal einen extra Technik-Trailer, wo ein paar der PC-Features vorgestellt werden. Unter anderem wird es ein Benchmark-Tool geben, damit man das Spiel optimal für die eigene Hardware einstellen kann. Und auch hier, genau wie bei Starfield, gibt es eine besondere Zusammenarbeit mit AMD. Aber anders als bei Starfield bedeutet das in diesem Fall nicht nur, dass FSR 2 und eigentlich auch FSR 3 mit drin sein wird, sondern auch Unterstützung für DLSS. Es wird nicht gesagt, welche DLSS-Version, also ob es vielleicht schon 3.5 ist, ob Frame Generation mit drin ist. Es ist eher so ein kleiner Nebensatz, aber man kann es nur hoffen, denn das Spiel wird ja Raytracing-Reflexionen und Raytracing-Schatten unterstützen und da könnte DLSS tatsächlich sehr, sehr wichtig werden. Ansonsten verspricht Ubisoft im Video eine sehr gute Mehrkernoptimierung, Unterstützung für Ultra-Wide-Auflösungen und eigentlich alles, was man als PC-Spieler so hören will, ob das fertige Spiel das dann tatsächlich liefern kann, werden wir in ein paar Monaten sehen. Es gab ja schon einen leichten Grafik-Downgrade zum allerersten Ingame-Video von vor, wann war das, 3 Jahren. Aber es sieht immer noch sehr hübsch aus, wie ich finde. Also man sieht es ja hier in den Ingame-Szenen. Es ist immer noch ein sehr schönes Spiel, auch wenn es nicht ganz so gut aussieht, wie vielleicht damals in diesem ersten Tech-Ankündigungsvideo. Mehr zum eigentlichen Spielinhalt, also zum Gameplay, hat mein Kollege Jonas im Vorschauvideo zusammengefasst. Das packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Am 26. September kommt ja Phantom Liberty, die Bezahlerweiterung für Cyberpunk 2077, raus. Hier sehen wir ein paar der neuen Waffen aus der Erweiterung, aber es wird ja auch noch das Update 2.0 geben. Und CD Projekt hat ein bisschen genauer aufgelistet, was ist jetzt eigentlich im Bezahl-Addon drin und was ist im kostenlosen Update drin. Also Dogtown als neue Region ist im Bezahl-Addon drin, die neue Storyline, die neuen Charaktere, die neuen Quests, Gigs, Bosskämpfe und mehr, alles im Bezahl-Addon drin. Neue dynamische Events mit Fahrzeugdrops und Missionen sind auch im Addon drin. Der neue Relic Skilltree ist im Addon drin.
Über 100 neue Items sind mit drin, Fahrzeuge mit Raketenwerfer sind mit drin und der Level Cap Race, also die Level Cap Erweiterung auf Stufe 60 sind alle im Bezahl-Addon drin. Im kostenlosen Update sind die überarbeiteten Skill Trees und Perks drin, die verbesserte Kampf-KI, das Fahrzeugkampf- und Verfolgungssystem, das neue Polizeisystem, Verbesserungen an der Benutzeroberfläche, neue Items, eine neue Radiostation und das überarbeitete Cyberware-System. Es gab da gegen Ende der Gamescom auch noch mal einen über eine Stunde langen Livestream von den Entwicklern, wo sie auch noch mehr gezeigt haben, also ein richtiges Gameplay aus zum Beispiel einer Polizeieskalationssituation, also wo die Fahndungsrate mal auf 5 Sterne angestiegen war und was dann alles dem Spieler so entgegengeworfen wird. Auch noch ein paar Szenen aus Dogtown selbst und ein bisschen mehr Szenen aus den Fahrzeugkampfsequenzen. Den Link dazu habe ich euch auch unten in die Videobeschreibung gepackt, wenn ihr euch nochmal eine Stunde dafür nehmen wollt. Weiter geht's mit einem Spiel, das ich jetzt schon öfter hier in der Trailer Rotation hatte, das mich bislang wegen seiner Optik so begeistert hat und vor allem auch wegen dem überraschenden Perspektivwechsel, denn Holsten setzt nicht nur auf eine ISO-Perspektive mit fantastischer dynamischer Beleuchtung und einem schönen Pixel-Art-Stil, sondern auch in den Kämpfen auf eine optionale Third-Person-Kamera, wie wir es jetzt gerade sehen. Und das Ganze kann man jetzt ausprobieren, denn auf Steam gibt es eine Demo, die werde ich heute Abend auch mal spielen, um zu schauen, ja, kann das Ganze denn mehr als nur gut aussehen? Also ist es auch spielerisch gut, ist es erzählerisch spannend? Dieser Demo-Bereich ist zwar Teil des Kanons von Holsten, aber es wird nicht Teil der Vollversion sein, für die es übrigens noch keinen Release-Termin gibt, aber wo inzwischen auch PlayStation 4 und PlayStation 5 Versionen angekündigt sind. Und wenn wir schon beim Thema mal selbst ausprobieren sind, dann machen wir mit Raising Hell, der ersten richtigen Story-Erweiterung für Starship Troopers Terran Command weiter. Die soll noch diesen Herbst rauskommen und wird 7 neue Kampagnenmissionen liefern auf einem neuen Planeten, auch mit neuen Gegnervarianten, aber auch mit neuen eigenen Einheitentypen. Und das könnt ihr jetzt ausprobieren, denn es läuft eine geschlossene Beta, zu der kann man sich anmelden und da sind die ersten 3 Missionen drin. Den Link dazu packe ich euch in die Videobeschreibung. Time to raise hell. Vor ein paar Wochen gab es ja rund 30 Minuten Gameplay aus dem kommenden Open-World-Rennspiel Test Drive Unlimited Solar Crown. Allerdings in einem etwas, wie ich fand, aufgesetztem Rahmen. Das war so eine Influencer-Veranstaltung, wo sich alle 2 Sekunden lang total gefreut haben, wie toll doch alles ist. Jetzt gab es noch mal ein bisschen neues Material, etwas ruhiger, entspannter, eine Rundfahrt zu verschiedenen Locations auf Hongkong Island, das ja im Maßstab 1:1 für das Spiel nachgebaut wurde. Aber los geht's erstmal mit dem Kauf des Wagens. Hier wird sich für ein Alfa Romeo entschieden und dann geht's ins Cockpit, wo man dann auch gleich die Fensterscheiben zum Beispiel runterdrehen kann, die Blinker setzen kann, die Scheinwerfer aktivieren kann, die unterschiedlichen Musikstationen sich aussuchen kann oder halt einfach mal einen Blick ins Cockpit wirft. Der Release vom neuen Test Drive Unlimited wurde ja jetzt auf 2024 verschoben. Es soll dann für PC, PlayStation 5 und die aktuellen Xbox-Konsolen rauskommen. Und entwickelt wird es, wie am Anfang von der Trailer Rotation schon erwähnt, von KT Racing, also Kyloton Racing, den Machern, die bis letztes Jahr WRC gemacht haben. Die arbeiten jetzt an Test Drive Unlimited. Das ist der dritte Teil der Unlimited-Unterserie in der Test Drive-Reihe. Die Test Drive-Reihe an sich ist ja schon uralt, also da gab es ja die ersten Serienteile schon in den 80ern. Ich kann mich daran erinnern, dass ich als Kind 1992 oder 93 Test Drive 3 bis zum Umfallen gespielt habe. Das war auch schon eins so der ersten Open-World-Rennspiele. Da fuhr ein Zug rum, da konnte man sogar einen versteckten X-Wing entdecken. Also tolle Sache, also zumindest tolle Erinnerungen. Ob ich jemals gute Erinnerungen an dieses Spiel haben werde, das kann ich nur schwer einschätzen. Es sieht jetzt grafisch nicht gerade umwerfend aus. Immerhin, die Scheinwerfer werfen dynamische Schatten, das gefällt mir sehr, aber die Stadt wirkt doch sehr, sehr leer und tot. Da sind keine Passanten unterwegs. Das mag vielleicht die chinesische Regierung freuen, dass da keine Demonstranten rumrennen. Die würden wahrscheinlich so menschenleere Straßen in Hongkong bevorzugen. Aber mir kommt es hier doch etwas zu leblos vor, wenn ich da durch eine Großstadt fahre. Auch wenn man natürlich nicht nur in der Großstadt unterwegs ist. An sich ist die Location aber natürlich spannend und ein schöner Tapetenwechsel. Kurioserweise hat ja The Crew jetzt wiederum auf Hawaii gewechselt, wo Test Drive Unlimited 1 und 2 spielten. Wobei bei Test Drive Unlimited 2 ja auch noch Ibiza als neue Location dabei war.
The Crew 3 übrigens, also The Crew Motorfest, startet ja morgen in den Vorbesteller-Early Access, beziehungsweise je nachdem, welche Version man kauft, kann man halt 3 Tage vor dem offiziellen Release am 14. September spielen. Ich habe auch schon die Testversion und mein Plan war eigentlich, euch am Wochenende so eine kleine Rundfahrt über die Insel hochzuladen. Nur die Server gehen noch nicht. Also wir können tatsächlich auch erst am 11. September mit dem Test anfangen von dem Spiel. Muss nicht automatisch ein schlechtes Zeichen sein, weil manchmal ist ja, wenn die Testversionen so spät kommen, das eher ein schlechtes Zeichen. Hier ist es aber einfach wegen den Online-Funktionen so und es war beim ersten The Crew auch schon so. Also ich würde es noch nicht als schlechtes Omen interpretieren wollen. Wann wir hingegen mal ein richtiges Vorschauvideo mit richtigen Anspieleindrücken zu Test Drive Unlimited machen können, weiß ich noch nicht. Es gab zwar schon eine Beta, aber aus der durfte man nicht berichten. Also mal gucken, was da in den nächsten Wochen oder Monaten noch kommt. Thousand years ago, superstition and the sword ruled. It was a time of darkness. It was the age of gargoyles. Und nochmal passend zum Thema Kindheitserinnerungen, es wurde gerade ein Remaster vom 1995er Disney Jump'n'Run Gargoyles zur gleichnamigen TV-Serie angekündigt, die ja früher im Samstag- oder Sonntagmorgen-TV lief, komplett mit neuer Grafik, die man aber umschalten kann zur Originalgrafik und einer Rückspulfunktion. Und was ich nicht wusste, weil ich natürlich das immer im deutschsprachigen Fernsehen gesehen habe, neben Keith David, der hier die Hauptfigur spricht, war der Böse eingesprochen von Jonathan Frakes, also von Commander Riker von der Enterprise. Wie cool ist denn das bitte? Warriors by night. We are defenders of the night. We are gargoyles. Der Publisher Toplets Productions und das in Istanbul ansässige Entwicklerteam Reality Arts Studio haben ein Gameplay-Video zu ihrem kommenden First-Person-Action-Adventure Unawake veröffentlicht. Das Spiel soll Anfang 2024 rauskommen und es erinnert natürlich auf den ersten Blick ein bisschen an sowas wie Dark Messiah of Might and Magic oder auch an Hellraid. Die Mod, die Techland ursprünglich mal zu einem richtigen Spiel ausbauen wollte. Daraus ist dann aber nichts geworden. Am Ende ist Hellraid als DLC für Dying Light 1 rausgekommen, war dann aber nicht sonderlich geil. Aber das ursprüngliche Spiel sah durchaus ein bisschen aus wie das hier, auch mit dem ganzen Setting. Und ja, wenn sowas in diese Richtung nochmal kommt, bin ich sofort dabei. Mir ist es insgesamt von dem gezeigten Material hier in der Unreal Engine 5 ein bisschen zu düster, aber der Ansatz vom Kampf zwischen Himmel und Hölle, von der Verbindung zwischen Fantasy- und Science-Fiction-Elementen könnte spannend werden, wenn sie es gut umsetzen. Mal gucken. Die Macher von Battle Brothers, das Hamburger Entwicklerteam Overhype Studios, hat im Rahmen der Gamescom sein neues Spiel angekündigt, nämlich ein rundenbasiertes Taktik-Rollenspiel namens Menace. Das führt uns in ein Setting, das mir persönlich sehr gefällt, nämlich in ein Science-Fiction-Setting. Das spielt auf einem Planeten am äußeren Rand der kolonisierten Gebiete. Wir kommen da am Anfang als recht gut organisierte Marines-Truppe an, müssen uns dann aber mit lokalen Einheiten, die bei Weitem nicht so gut organisiert sind, zusammentun, um eine neue Alien-Bedrohung abzuwehren. Das Ganze soll 2024 in den Early Access starten. Mein Kollege Fabiano hat auf der GameStar.de auch schon mal einen ausführlichen Artikel dazu geschrieben mit mehr konkreten Eindrücken. Wir haben auf der Webseite auch noch mehr Gameplay-Szenen aus einer ganz frühen Version des Spiels, nicht zu einem klassischen Vorschauvideo zusammengeschnitten, sondern einfach nur so ein paar Eindrücke. Aber wenn ihr mehr davon sehen wollt, den Link packe ich euch auch in die Videobeschreibung. Und ich hoffe, wir können es irgendwann demnächst dann auch mal so anspielen, dass wir ein richtiges Vorschauvideo dazu machen können. Während Menace also erst 2024 in den Early Access geht, müsst ihr auf das hier längst nicht so lange warten, denn das hier ist Lies of P und das startet schon am 19. September. Also
übernächste Woche. Und es ist dann auch gleich auf PC und den Xbox-Konsolen im Game Pass enthalten. Es kommt aber auch für die PlayStation-Konsolen raus. Also es kommt auch für PS4 und Xbox One noch raus. Auch wenn es durchaus aussieht wie ein Next-Gen-Spiel. Es nutzt die Unreal Engine 4 und das sieht wirklich fantastisch aus. Die Entwickler haben jetzt nochmal ein paar neue, längere Gameplay-Abschnitte veröffentlicht. Das hier ist zum Beispiel ein Abschnitt ungefähr so vor der Hälfte des Spiels, würde ich mal ungefähr sagen. Wir sehen hier zwei Bosskämpfe, einen kleinen und einen großen. Also wenn ihr euch nicht spoilern lassen wollt, dann überspringt den Abschnitt vielleicht. Ansonsten sehen wir hier auch mal, wie Pinocchio, also die Spielfigur, die wir hier steuern, den linken mechanischen Arm einsetzt, den kann man austauschen und unterschiedliche Funktionen dadurch freischalten. Hier wird zum Beispiel so eine Art Granate eingesetzt, also eher eine Fernkampfwaffe. Man kann aber auch einen Greifhaken nutzen, mit dem man entweder leichte Gegner zu sich selbst ranziehen kann oder sich selbst an schwere Gegner ranzieht. Man kann die dann auch später noch aufleveln, sodass zum Beispiel aus diesem Ranziehen-Angriff auch noch eine längere Angriffskette werden kann, wo man dann noch in die Luft springt und einen harten Schlag nach unten macht und im Idealfall vielleicht sogar den Gegner überwältigt, um einen kritischen Angriff zu starten. Wir sehen hier auch so eine Überwältigung. Das ist dann immer dieser kleine, leuchtende, rote Kreis. Da kann man dann einen kritischen Angriff starten. Und Souls-typisch gibt es natürlich auch Speicherpunkte. Wenn man die nutzt, dann stehen alle Gegner wieder auf. Na gut, nicht alle Gegner. Es gibt so ein paar größere Gegner, müssen nicht immer Bosse sein, die nicht zurückkommen. Aber so die Standardgegner kommen natürlich dann zurück. Man kann verschiedene Bekleidungen anziehen, also Kostüme freischalten, auch verschiedene Masken. Das hat aber tatsächlich nur auf die Optik Auswirkungen oder kann vielleicht mal beeinflussen, wie Leute auf einen reagieren, so Questgeber und so. Und es gibt natürlich jede Menge Waffen. Die Standardwaffen kann man immer auseinandernehmen. Die bestehen immer aus einer Klinge und einem Griff. Und je nachdem, wie man die kombiniert, haben die andere Angriffsmuster, andere Stärken, andere Schwächen. Es gibt aber auch eine Handvoll besonderer Waffen, die kann man nicht auseinandernehmen. Die kriegt man im Tausch bei einem Händler gegen die wertvollsten Ergo-Steine. Ergo ist das, was in den Souls-Spielen die Seelen sind. Und es gibt so ein paar besondere Steine, die man von Bossen bekommt, so wie die besonderen Seelen halt in den Souls-Spielen. Und diese Steine kann man dann gegen spezielle Waffen oder spezielle Amulette eintauschen. Also da ist auch immer, wie bei den Souls-Spielen, die Frage, löst man die für die Erfahrungspunkte ein oder gibt man sie halt für besondere Waffen aus? Ich glaube, das hier ist eine von diesen Waffen. Ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaube, das ist eine so der ersten besonderen Waffen, die man sich bei dem speziellen Händler dann kaufen kann. Wir bereiten auch gerade schon das Testvideo vor. Das wird wahrscheinlich am Donnerstag live gehen. Also am 14. September fallen zumindest die Testembargos. Ich mache den Test nicht direkt selbst, sondern ich begleite den Testvorgang nur. Aber ich bin jetzt auch gerade in meinem New Game Plus Durchlauf. Und die Entwickler haben mir gesagt, dass New Game Plus und New Game Plus Plus, also der zweite und der dritte Spieldurchgang mit demselben Charakter, wichtig seien, um das ganze Spielerlebnis zu bekommen. Bin jetzt mal gespannt, was das für das Gameplay und auch für die Story bedeutet. Ich kann ja natürlich noch nicht zu viel verraten, auch nicht über die Qualität, weil Testembargo gilt halt noch. Aber ihr kriegt ja hier schon einen ganz guten Eindruck davon, in welche Richtung geht der ganze Titel stilistisch. Für mich ist Lies of P ja der große Hoffnungsträger ein bisschen gewesen, nachdem ich von Steel Rising im letzten Jahr so enttäuscht war, wo mir das Setting so gefallen hat. War ja auch ein bisschen hier mit so Puppengegnern, aber war halt in einem furchtbaren technischen Zustand. Gerade die PC-Version, die wurde auch nie repariert, also von Steel Rising. Die Konsolenversion hingegen lief ein bisschen besser, sah aber auch deutlich schlechter aus. Und von daher ruhen meine Hoffnungen halt auf Lies of P. Einfach, weil das Setting halt echt cool ist. Also Souls-Spiele an sich mag ich sehr gern, aber es ist auch durchaus wichtig, wie das Setting umgesetzt ist. Und sowas wie The Search mit einem Science-Fiction-Setting oder halt hier so eine Art Puppen-Fantasy-Märchen-Setting, das ist halt mal was anderes. Zudem, ihr seht es ja auch schon, es ist einfach so schön und detailliert gestaltet. Das macht so eine Freude, sich das alles anzuschauen. Ist auch toll animiert. Es ist wirklich, wirklich hübsch gestaltet. Also auch solche Sachen, dass zum Beispiel fast jede Lichtquelle halt eine tatsächlich dynamische Lichtquelle ist. Bis ins kleinste Detail wurde da an viele Sachen gedacht. Auch dass zum Beispiel, wenn man draußen steht, die Klamotten schön im Wind wehen, man immer ein bisschen das Gefühl für das Wetter hat in der Umgebung. Es regnet ja auch mal oder es ist mal dann dunkel. Also das kommt alles richtig, richtig cool rüber. Hier sieht man übrigens was ein Teil der Bosskämpfe
deutlich leichter machen kann unter Umständen. Man kann sich nämlich vor den Bosskämpfen einen KI-Begleiter dazu wünschen mit so einem Wunschstein. Und der macht jetzt nicht mega viel Schaden im Kampf, aber was viel wichtiger ist, er zieht halt die Aufmerksamkeit unter Umständen auf sich, womit man dann selbst längere Angriffsfenster hat, um dem Gegner zu schaden. Gerade wenn der Gegner vielleicht nur in eine Richtung Schaden macht, kann sowas ideal sein, weil man sich halt von hinten an ihn annähern kann. Hier sehen wir auch gerade, der Spieler benutzt hier so einen Würfel. Damit kann er dann dem KI-Begleiter, der auch nur für den Kampf da ist, entweder ein bisschen heilen oder zum Beispiel stärker machen oder dafür sorgen, dass der die Aufmerksamkeit noch stärker auf sich zieht. Also da gibt es durchaus ein paar taktische Möglichkeiten. Und je nachdem, welche Waffe man benutzt, hat man natürlich auch ganz andere Angriffsvarianten. Das Ding hier sieht man ja auch schon, das ist eher eine schwerere Waffe. Also Pinocchio muss die, wenn er sie nicht schwingt, halt auch richtig über seine Schulter legen. Damit sind natürlich nur langsame Angriffe möglich und die brauchen viel Ausdauer. Man sieht leider das Interface nicht, also das ist hier ausgeblendet. Von daher fehlen so ein paar Elemente, um einzuschätzen, okay, wie viel Ausdauer verbraucht es dann wirklich. Aber hier war zum Beispiel gerade dieser aufgeladene Angriff mit dem Draht zu sehen, also wo dann Pinocchio in die Luft springt und nach unten kommt und einen besonders starken Schlag ausführt. Ich bin nicht der größte Fan von so niedlich Anime, deshalb gibt mir zum Beispiel der Artstyle von einem Genshin Impact nicht allzu viel. Ich bin wahrscheinlich in meiner Jugend zu sehr von Animes wie Akira oder Ghost in the Shell geprägt worden, aber das erste Video hier zu Project Mugen fand ich trotzdem interessant, weil es auch technisch wirklich gut aussieht. Das ist ein neues Open-World-Action-Adventure, für das es noch keinen Release-Termin gibt, das aber für PC, PlayStation 4, PlayStation 5 und für Mobile-Geräte rauskommen soll als Free-to-Play-Titel. Man kann Fahrzeuge steuern, wie man es hier schon sieht. Man kann sich durch die Luft schwingen. Es gibt Nahkampfangriffe und Third-Person-Shooter-Gameplay. Aber wie das Spiel an sich aufgebaut ist, das wissen wir noch nicht. Man kann sich auf der offiziellen Webseite schon vorregistrieren, aber auch auf der offiziellen Webseite gibt es nicht mehr Details zum eigentlichen Spielablauf. Also ist das missionsbasiert? Ist das irgendwie prozedural erstellt? Also zumindest was die Missionsaufgaben angeht. Wie ist überhaupt die ganze Welt aufgebaut? Ist das eine zusammenhängende Open World? Gibt es verschiedene Bereiche? Keine Ahnung, wissen wir alles noch nicht. Was wir schon wissen ist, dass es verschiedene spielbare Figuren gibt und dass das Ganze von NetEase gepublished und von Naked Rain entwickelt wird. Naked Rain ist ein ganz neues Studio, also auch da wenig Informationen dazu, was die überhaupt so können. Was die Story oder das Setting angeht, gibt es zumindest eine offizielle Beschreibung. Ich lese mal vor. In einer Welt, die an die Erde erinnert, in der urbane Legenden Wirklichkeit werden und Menschen mit dem Übernatürlichen koexistieren, schlüpfen die Spieler in die Rolle eines Esper, der als Infinite Trigger bekannt ist. Dieser Spitzenermittler navigiert durch pulsierende Städte und stellt sich Anomalien und übernatürlichen Ereignissen, die das Gleichgewicht dieses einzigartigen urbanen Paradieses bedrohen. Ja, entgegen sollte es wahrscheinlich an der Stelle noch heißen, das fehlt da, aber naja, das nur mal zur offiziellen Beschreibung, ist auch irgendwie ein bisschen nichtssagend, aber mein Gott, warten wir einfach mal ab, was da 2024 auf uns zukommt. Ah, eine Sache habe ich jetzt doch noch gefunden, man spielt ein Team aus bis zu 4 Charakteren mit unterschiedlichen Fähigkeiten und unterschiedlichen Synergien untereinander und man kann im Kampf auch Objekte aus der Umgebung mit einbeziehen, um die Monster oder andere Bedrohungen zu besiegen, denen man sich da entgegenstellt. Yeah, bring it! Boom. So, und zum Abschluss gibt's noch was Lustiges, nämlich endlich Jean-Claude Van Damme in Mortal Kombat. I finally meet Hollywood Boulevard Johnny. Fans love me. Do you know what they'll pay for a selfie? Vor über 30 Jahren sollte der Martial Arts Schauspieler ja schon im Original Mortal Kombat dabei sein. Das hatte damals nicht geklappt. Und auch alle Versuche, ihn in irgendeinen von den späteren Serienteilen reinzuholen, haben immer nicht hingehauen. Bis jetzt, bis Mortal Kombat 1. Passend zum Reboot ist Jean-Claude Van Damme dabei, als Skin für Johnny Cage, dessen Charakter ja wiederum von Van Damme inspiriert war. I told you, Madame Bo would be a tough negotiator. Yeah, I wish she was my agent.
Das Blöde an der ganzen Geschichte ist, dass der Charakterskin nur in der Premium-Edition enthalten ist, die ja rund 100 Euro kostet. Der Vorteil an dieser Edition ist, dass man immerhin 5 Tage früher losspielen kann, also schon am 14. September. It will be great. I'll be a kickboxer, you a street fighter. The answer is still no. Van Damme ist übrigens nicht der einzige bekannte Schauspieler im Spiel. Megan Fox ist auch dabei und bringt einen Charakter zurück, der wohl seit 17 Jahren nicht mehr in der Serie war, nämlich die Vampirin Nitara. Da gibt's auch einen Trailer zu, den packe ich euch auch in die Videobeschreibung, weil ein Trailer zu Mortal Kombat pro Trailer Rotation reicht jetzt einfach mal. Und der hier endet ja auch noch ganz witzig, wie es sich für Mortal Kombat gehört, natürlich ein bisschen over the top. Und passend zum Finisher verabschiede ich mich schon mal, wünsche euch noch einen schönen Restsonntag, einen guten Start in die Woche und dann bis zum nächsten Mal, euer Fritz. And